fuck. We need to get out of here. I'm almost done. It'll only be a minute. Ja, ja, ich helf dir. Ich versuch's zumindest. Alter. Alter. Ganze Horde, ey. Oh shit. Verpiss dich. Oh, oh. Oh, oh. Weg hier. Geh weg von meiner Tür. Ja, vom Helfer zum Geholfenen. Jetzt brauche ich selber gleich Hilfe. Hier, Zombies, hier bin ich. Ich muss sie da ablenken, dass der in Ruhe sammeln kann. Hier, hierher. Du Scheiße. Wie viele Horden gibt's hier denn noch? Mayday, Mayday. Ja, ich versuche dir ja zu helfen, Mensch. Aber es sind zu viele und ich bin allein und quasi schon tot. Ich muss jetzt rein. Ich muss ihn retten. Ach du Scheiße. Ich bin da. Oh fuck. Na siehst du, klappt doch. Schnell ein Medikament gefuttert. Hier den letzten Zombie noch weggeschnitzelt. Hep. So. Und da kommt noch eine Horde. Hup. Ah. Olle. Hossa, hossa. Oh fuck. Stamina, Stamina. Ich habe keine Medikamente mehr. Oh oh. Ja, am besten hilfst du mir einfach, egal wo du bist. Weil ich kann gleich nicht mehr. Stamina, bau dich auf. Ach Mann, die. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt hier mit der Hilfe. Ja, cool. Sind wir wenigstens befreundet. Magst du vielleicht mitfahren, mein Freund? Nicht? Okay, ich fahr lieber. Ja, stimmt. Schlafen. Und wieder in diesen scheiß Zaun hängen geblieben. Ich muss mich unbedingt mal ausruhen. Und die Karre hört sich definitiv nicht mehr gesund an. So. Hey. Didn't see you at service last Sunday. You didn't see anybody at service last Sunday, Will. Nobody goes to those things because the rest of us are too busy trying to stay alive. Da glaubt wohl jemand nicht an die Kirche. Ich habe jetzt alles abgelegt, weil ich jetzt den Charakter wieder wechseln möchte. Sitting in an empty room with a Bible, hoping somebody will show up. That's pretty sad. Really? Da haben wir doch noch einen. Und der ist auf Mission immer noch oder schon wieder. Ja, dann müssen wir wieder eine Lady nehmen. Ja. Die Lady braucht natürlich eine Waffe und einen Rucksack. Die braucht definitiv einen Rucksack. Da. Und Waffe, irgendwas ultra stabiles. Alter, der ist viel zu schwer. Vorschlaghammer.
cool, aber schwer. Nimm mal hier den Gewindebohrer mit. Okay, ich bin soweit. Was machen wir jetzt eigentlich? Überprüfen wir die Army-Aktivitäten. Soll ich jemanden mitnehmen oder gehe ich da allein? Ich gehe mal allein. Wow, Fitness Lady, das erklärt den Knackarsch. Oh. This is bullshit. We're just trying to survive out here. You can't kill us for that. Uncle Sam would seem to disagree with you there. Our orders are to evict squatters with lethal force if they resist. Oh, nee, Alter. Wie mies. I got kids, man. And yet you're out here violating quarantine. Unlawfully occupying people's homes. Great parenting. Look, we're sorry, right? Das ist eine Apokalypse, Mensch. Da muss man doch Verständnis für haben. You got 30 seconds to get out of my sight. 30, 29, 28, 27. Ja, geht, haut ab. Kommt zu uns. Jesus. This is about the biggest crock of horse shit ever. Alter, was für Arschlöcher. Tell your men to prep for evac and RTB. Yes, ma'am. Why don't you make yourself useful and go babysit those two? Oh, die fühlen sich ja so gut mit ihren Waffen. Wie gern würde ich einfach. Findet die Überlebenden. Jawohl, dann kann ich die bestimmt zu mir in die Basis holen. Wow, ist die Karre schnell. Zombie-Horde ist gar nicht gut. Dann gehen wir lieber in den Busch. Bin gar nicht da. Geht ruhig weiter. Jawohl. Formiert euch neu und verpisst euch. So, kann ich es mir jetzt leisten, über den Zaun zu hüpfen? Nein. Schön. Vielleicht reicht der Busch aus, aber die Horde kommt gerade eh nicht. Und versuche ich hier die Überlebenden zusammen zu suchen. Hallo? Hey, cool, hier gibt's wieder Loot. Oder war ich hier noch gar nicht? Egal, Loot ist immer gut. 6 Shotgun-Patronen. Was haben wir hier? Komm schon. Ein Golfschläger. Tussin und... Aufziehwecker. Nein, nehmen wir ihn mal mit. Wenn wir aber was Besseres finden, kann ich ihn ja immer noch wegschmeißen. So, und hier oben haben wir auch einige Räume noch vor uns. Hier das Bad oder Bad. Ich bin der einer, der sagt Bad. Es gibt ja auch Leute, die sagen Bad. Das Bad. Nice. Geh mal ins Bad. Nach Hause funken. I found some supplies. Send runners for pickup. Und einen nehme ich mit. Ich will hier keinen Außenposten errichten. Ich will zwar einen, aber ich weiß noch nicht wo. Vielleicht im Waffenladen? Weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch ein paar Gedanken drüber machen. Zumal wäre es überhaupt klug, hier mitten in der Stadt einen Außenposten zu machen, der ständig dann... Weil da müsste man ja ständig schießen, weil hier ständig Zombies vorbeikommen. Nicht so laut, nicht so laut. Hey, are you? What do you want? Da ist er. Why don't you come with me? We've got room. Really? My God, thank you.
Thought for sure we were gonna die out here. Ich hoffe für dich, dass du Sammler bist. Wow. Jetzt muss ich wieder ewig warten, bis ich hier einen hinfunken kann. In der Zwischenzeit kann ich ja die anderen Plätze hier noch anschauen. Brecheisen? Nö. Ja, wühlt ihr da im Wasser rum und sucht nach Schätzen. Nichts. Ja, hier muss ich auch noch einen herschicken, Mensch. Lebensmittellager ist voll. Heißt es, dass die keine Lebensmittel mehr mitnehmen, oder wie? Dann wärst du total schwachsinnig, noch mehr für Lebensmittel rumzufunken. Nein, jetzt! Diesen Gefallen habe ich zu oft eingefordert. Was für ein Gefallen? Damit tut ihr euch selber einen Gefallen. Das ist ja nicht nur für mich, Leute. Das ist auch für euch. Und hier geht es um Baumaterialien. Die lasse ich auf keinen Fall hier. Lieber machen wir noch ein paar blöde Kameratwists und bestellen dann jemanden her, als dass ich die zurücklasse und vergesse. Lecker, lecker. Gleich haben wir es geschafft. Und es wird Nacht, scheiße. Na komm. Yay. I found some supplies. Send runners for pickup. I'll get people moving. Appreciate it. Bring die Überlebenden nach Hause. Ich habe doch erst einen. Ah, ich habe beide. Cool. What did those soldiers want anyways? Ach komm, laufen wir mal. Wir sind heute mal analog unterwegs. So zum Sonnenuntergang, da sollen wir ja nicht mehr fahren, ne? Wegen Sonnenschutz und so. Hep. You were saying? Beats the hell out of me. They just showed up, dragged us out onto the street and sent in those guys in hazmat suits. Aha. Taking a bunch of samples. Heißt der Kerl Judd oder ist das ein Jude? Das, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz schlüssig. Es geht gut, wir haben geile Scheiße dabei. Lass mich rein! Bam! Make yourselves at home. Thanks. You don't know what this means to us. There you go. Don't say I never gave you anything. Ruf der Gemeinschaft verbessert. Oh, you know. Stuff. So, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg. Und weg. Ja, wenn das Lebensmittellager voll ist. Das hier kann nicht gemein sein. Ich habe schon wieder fast 50 Baumaterialien, da kann ich doch was erweitern, oder? Was kann ich denn in der Küche erweitern? 20% mehr Vitalität für alle. Und da brauche ich einen guten Koch, den habe ich wahrscheinlich noch nicht. Was kann ich hier machen? Nichts. Ach so, cool. Das hätte ich mal wissen müssen, dass ich hier rumfunken kann. Die Krankenstation. Haben wir eigentlich noch genügend Betten? Oh ja, das ist meine Idee hier, den Turm erweitern.
Zombies erschießen? Ist das eine sofortige Aktion oder kommt da jetzt echt Scharfschützen hin? Parkplatz kann ich jetzt noch nicht erweitern. Oh, hier die Werkstatt könnte ich upgraden, aber die ist... Alter, das ist teuer. Was will ich mit Böllern oder Schalldämpfern? Hm. Ich sehe jetzt im Moment nicht, was ich hier weiter noch ausbauen soll. Der Turm ist gleich fertig. Na komm. Let's consider that done. Ah, wenn die Anzeige gelb ist, heißt es wohl, dass sie voll ist. Dann tun wir auf jeden Fall mal. Ah, da brauchen wir die Werkstatt, aber die haben wir. Tun wir den Schießstand mal verbessern. Oh, fuck! Ist einer reingekommen? Da sind mehr reingekommen. Ja, dann tun wir doch gleich mal mehr Betten bauen. Dann tun wir den Schlafbereich hier auch verbessern. Wenn wir unbedingt Baumaterialien verbrauchen müssen. Oder tun wir die... Komm, wir tun die Werkstatt upgraden. So. Oh. Bang. Jetzt gehen sie wieder rein, die wollten noch gerade noch schlafen. Alter, was war das? Was hast denn du gemacht? Ja, der ist wieder gesund? Das ist doch Ed? Hey, Ed! Aha. Gut zu wissen. Bam! Leute, das schaffen wir! Tobsüchtiger gesichtet. Wahrscheinlich wieder hier. Lohnt sich's da jetzt hinzugehen? Versuchen wir's mal. Hallo! Bam, bam, bam! Bam! Mann, fall doch hin! Also die fitteste ist die Frau hier ja nicht, ne? So schnell wie bei der die Stamina runtergeht. Die hätte sich mal eine Scheibe von unserem guten Markus? Abschneiden können, weil der war... Der konnte deutlich länger. Ja, ich weiß, dass mich ein Zombie jagt. Aber das ist mir Wurst. Ich versuche jetzt hier zu dieser Hütte zu kommen. Gibt es da einen Überlebenden? Ach, das ist hier der Brandherd. Brandherd? Nee, Infektionsherd. Und ich habe keine Waffe dabei. Ja, dann muss ich versuchen, hier einen nach dem anderen wegzuschnitzeln. Ja, scheiße. Oh, scheiße. Wie gesagt, einen nach dem anderen. Oh, hoffentlich sehen die mich nicht. Ah, links habe ich eine Anzeige, ob ich unsichtbar bin oder nicht. Dieses Männchen mit dem roten X. Gar nicht da, geht weiter.
So, wieder zwei besiegt. Und noch eine weniger. Und wieder ab in den Busch. Bisschen Stamina regenerieren. Oh, die hauen mich trotzdem. Oh, die erwischen mich sogar. Natürlich mal schnell snacken und ein Schmerzmittel nehmen. Ich sagte ein Schmerzmittel nehmen. Und dann können wir weiterkämpfen. Hey. Wie sind denn das noch? Verpisst euch. Eins. Zwei. Und drei. Kann ich hier in dieses Haus rein? Ja, aber hier sind nur Zombies. Schön, warum bin ich hier rein? Das war echt schlau. Das hätte ich nicht machen sollen. Pep, pep. Huch. Eins auf die Fresse. Und was macht der? Okay. So löst man aber keine Probleme. Auf Wiedersehen. Confirmed. We're Zed free here. Was steht da? Where do the deaf go when hell spool? Spool? Ice spool? Ice spool? Sagt mir jetzt nichts. Das Wort. Hey, dicker Freund. Oh, auf Wiedersehen, dicker Freund. Schauen wir jetzt endlich mal den Infektionsherd an und links dieses Zeichen steht gar nicht für Unsichtbarkeit. Weil ich hab's jetzt die ganze Zeit. Hopp, 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 häng. Damusch. Und der letzte. Zwar ein cooles T-Shirt, aber hilft ihm jetzt auch nichts mehr. Ja, ich würde die coolste Artillerie. Cool. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder zurück, weil ich glaube, ich wechsle wieder den Charakter. Ja, dazu müsste ich nur zurückfinden. Schauen wir auf die Karte. Ah, wir laufen sogar richtig. Go! Nehme ich noch ein Schmerzmittel? Nein. Wir müssen sparen, wir sind in der Apokalypse. Hep. Warum bekomme ich hier immer einen Tobsüchtigen angezeigt? Ich finde den nie. Schau, ich schaue auf die Karte. What the fuck? Ah. Mount Tanner the day you found us. Yeah. Yeah. My dad was up there that day. You know, my dad who's been missing ever since. Aha. Anything you want to tell me? Yeah. Ich habe ihn aufgegessen. Your dad. He didn't make it, Lily. I'm sorry. Das wird die Moral natürlich wieder in den Keller ziehen. I mean, I kind of already knew, but it's good to hear it out loud. Oder nicht? Scheinbar nicht. Ich habe ja gar nichts mehr abzuliefern. Alright.